Die heutige Brünnerstraße führt von Wien-Floridsdorf bis zur tschechischen Stadt Brünn, wobei wir dem Straßenverlauf bis zum österreichischen Grenzort Drasenhofen folgen werden. Als Teil der ehemaligen Bernsteinstraße stellte die Brünnerstraße immer eine wichtige Handels- und Verkehrsroute sowie später Heeres- und Militärstraße dar. Trotz der großen Bedeutung und Nutzung der Brünnerstraße handelte es sich bis in das 18. Jahrhundert hinein nur um einen einfachen Feldweg, der bis in das 20. Jahrhundert hauptsächlich mit Pferdekutschen befahren wurde. Entlang der Strecke Wien-Brünn, die anfangs noch eine Reise von 2 bis 3 Tagen bedeutete, florierten nun Gaststätten, Handwerksbetriebe und Vorspanndienste, die somit das Landschaftsbild stark prägten. Auch der Obst- und Gemüseanbau, im Besonderen der Weinbau entlang der Brünnerstraße, ist und war von großer Bedeutung für die Anwohner und prägte mit den zahlreichen, charakteristischen Kellern zur Weinlagerung die Ortsbilder. Mit dem Erlass Kaiser Karl VI. Im Jahr 1724 wurde die Brünnerstraße eine der 5 Hauptstraßen des Reiches. Im Zuge dessen wurde der genaue Straßenverlauf festgelegt und die Reparatur bzw. Neugestaltung der Straße beschlossen. Hatte der Bau der Eisenbahn im Jahr 1839 den Handelsverkehr etwas vermindert, so kehrte er nach dem Ersten Weltkrieg in Form des Kraftverkehrs wieder auf die Brünnerstraße zurück. Die einstige Beschaulichkeit war vorbei, die eben noch wichtigen Betriebe kämpften ums Überleben. Thank you.
Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde die Straße aus militärtaktischen Gründen weiter ausgebaut und erhielt schließlich in den 1950er, 60er Jahren nach dem Bau mehrerer Ortsumfahrungsstraßen ihr heutiges Erscheinungsbild des von Bäumen gesäumten breiten Asphaltbandes durch das Weinviertel. Einst im Zentrum der Monarchie, nach 1918 in der Grenzregion eines Kleinstaates, kam der so rege Verkehr auf der Brunnerstraße durch die Errichtung des Eisernen Vorhangs beinahe vollkommen zum Erliegen. Durch die Öffnung der Grenze im Jahr 1989 kam es zu einem erneuten Aufleben der Verkehrsroute. Heute ist die Staatsgrenze nur noch durch Zollamt und Beschilderungen als solche erkennbar und die Brunnerstraße kann wieder ohne Unterbrechung von Wien bis Brünn befahren werden. Musik